auf. Ich habe auf dem Wasserwerk einen riesen Penis. Hey ho Minecraft, Freunde, da sind wir wieder beim Megaprojekt. Wir machen heute weiter mit ein bisschen Zaubern, mit ein bisschen Rambazamba. Aber erstmal. Moment. Ich guck noch nicht hin. Warte, den muss ich mir mal genauer anschauen, ne? Also, ich glaube, ich habe etwas, womit ich angeben kann. Ich habe auf dem Wasserwerk einen riesen Penis. Obwohl es noch größer geht. Alter! Guckt den euch mal an, Mann! Was ist das? Und vor allem, ne? Debitor schreibt mich gestern Abend so an, ne? Als kleine Rache, hier ein Penis auf deinem Brunnen. Da habe ich erstmal gefragt, Rache? Hä? Was will der denn? So, und danach ein paar minütigen Schreiben, Moinsen. Mein Debitor dann so, ja Mensch, hörst mal doch auf mein Grundstück, auch welche gebaut. Ich so, hä? Ja, das stand doch auf dem Schild Gomme HD, Grüße Gomme HD. Hä? Und, Broken Thumbs TV, Mensch, auf jeden Fall hat mit Debitor dann hier so ein Riesenpenis auf das Wasser weggeklatscht. Keine Ahnung. Und jetzt darf ich den wie abbauen, ey. Mann. Ey, wenn's, ganz ehrlich, Daumen hoch für den Riesenpenis. Daumen hoch. Ey, und ganz ehrlich, wollen wir den hier so stehen lassen? Wir lassen den mal erstmal so stehen. Und klatschen da mal ein Schild ran. Moment, wo habe ich denn mal ein Schild? Wartet, hier kann noch was rein. Aber herrlich, Mann. Da hatte wohl jemand viel, viel Zeit in der Folge übrig. So, hier habe ich Stäbe. Wo habe ich denn das Holz? Holz, wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier. Bam, rein da. Zack. Dann wird ein Schild. 3 Stück bekommt man. Okay. Nice. Schnell mal hier durch. Und dann. Ach, da ist ein Schild dran. So sieht ein Penis aus. Gruß Debitor. Ach so. Da dachte er wohl noch wirklich, dass das. Naja, dass ich bei ihm welche gebaut habe. So, ich baue hier mal ein Schild hin. Stehen lassen. Moment. Nicht berühren. Und was guckst du dir den Penis so genau an? Gut, jetzt können wir aber mal ein wenig zaubern, obwohl das muss Rache geben. Das schreit nach Rache. Obsidian, so, warte mal. Das schreit wirklich nach Rache. Aber mehr nach Rache bei den Jungs von Broken Thumbs. So, den baue ich mal. Aber das kann man auch mal irgendwann anders machen. Das kann man mal irgendwas anders machen. Dafür opfere ich jetzt nicht mein Obsidian. So, erstmal hier durch. Und dann beginnen wir mal so langsam mit dem Zaubern. Aber erstmal hier nochmal ein Steck. Ein Steck. Ja, ich weiß, das heißt Steck. Aber ein Steck. Eisen. Oder Kopper geht auch. Hier oben rausholen. Und den mal. Hupala. Den mal schnell einschmelzen. So, dafür müssen wir mal nach hier oben. Wo ist denn der Ofen? Ach ne, erstmal Macerator natürlich. Eisen, Kopper meine ich. Kopper da rein. So. Und dann kann man ja hier schon mal
rumprobieren, sobald ich den Block abgebaut habe. Zack. Was denn da rein muss? Ich wette, da kann man irgendwie Zuckerrohre reinschmeißen. Das würde bestimmt gehen. Ich probiere es jetzt aber erstmal mit Copper. Kommt da etwas? Oh, da kommt was. Ui. Bestimmt eine unbekannte Theorie, ja. Ich denke einfach mal, dass das irgendwas mit Golems zu tun hat. Dann hole ich mir deswegen mal schnell Zuckerrohr. Zuckerrohr. So, komm. Das sollte auch schon reichen. Schnell wieder rüber. Elegant gelöst hier. Schön mal nach draußen in Holzparkett verlegt. Und... Nee, leider nicht. Dann vielleicht das. Ja. Immer noch eine unbekannte Theorie. Oh, der Arkanbohrer. Irgendwie glaube ich, haben die anderen, Simon und Bug, auch momentan das gleiche Level, sage ich mal, bei Thaumcraft. Gut, der eine oder andere ist schon ein Stückchen weiter, was ja auch überhaupt kein Problem ist. Aber man befindet sich immer schön im gleichen Bereich, was ich eigentlich ganz cool finde. So, was mache ich denn jetzt mal? Ich gehe mal erstmal wieder in den Keller. Und werde da ganz schnell mir mal Steine holen. Wo habe ich sie? Hier doch irgendwo. Na komm schon. Da habe ich die wohl doch hier an den Seiten reingelegt. Hier irgendwo. Da vorne, ich wette es. Ja, ha. Ich wusste es. Und Moment. Scrapboxen, sie rufen mal wieder nach mir. Rein da. Wir haben ja schon mal 3 Stacks Jojo-Meta. Ein wahrer Traum. Und Moment mal. Momentchen. Ah, ich habe hier unten keine Werkbank. Ich hole mir mal eben das Jojo-Meta, nehme ich mal mit. Dann schon mal schnell nach oben. So. Denn man kann aus Jojo-Meta ganz einfach Lava herstellen. Wie man hier dran gerade sehen kann. Wir brauchen ja noch Lava für den Keller. Deswegen mal schnell, nachdem ich einen Happen gegessen habe, ab in den Keller. Und dann, was wollte ich hier nochmal machen? Ach ja. Hiermit weitermachen. So. Dann. Auf jeden Fall hier eine Schaufel rein. Aber ich brauche viel mehr Schaufeln. Ich brauche viel, viel mehr Schaufeln. Für Instrumentum. Ja. Gut, dann Planänderung. Wo habe ich denn noch ein wenig Holz? Hier nicht. Da auch nicht. Hier aber. So. Schnell, 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 schnell. So, das sollte reichen. Rein, die Schaufeln. Oh, wenn die schon reichen würden, das wäre ein Trauma. Ich wette, die verschwinden gleich wieder alle. Ja, war mal wieder klar. Da passiert rein gar nichts. Ah, doch. Ah, wenn man dann mal irgendwas kritisiert, dann passiert auch etwas. Ja, habt ihr gerade gesehen. Dann, nach der Logik, muss ich jetzt eigentlich immer kritisieren. Oh, so ein Scheiß. Ah, es passiert was. Es geht. So scheiße hier. Oh, Leute. Ich glaube, ich habe hier den Geheimtrick irgendwie raus. Ey, so ein Scheiß. Ja, es bewegt sich was. So. Ist ja der letzte Abfuck hier. Ha. 96%. Und das sollte reichen für die 100%. Wenn nicht, dann rege ich mich hier aber drüber auf, ja? Oh. Okay, ich rege mich drüber auf. Wenn das nochmal passiert, ja? Dann werde ich hier alle Tische zerlegen. Bam, da habe ich das schon mal. Dann habe ich irgendwo dann mal Samen. Habe ich 100 pro irgendwo hier rumliegen. Da habe ich 3. Ich
Kabelsamen und auch unten in der Truhe von den Quarry, von der Quarry im Notfall, aber ich meine, ich habe das auch mal hier irgendwo reingelegt. Also, da sollten wir mal schauen. Hier haben wir nur solche Samen. Hier haben wir welche. Ah ja. Rein damit. Und in den Trichter schütten wir die böse... Ach, brauchen wir gar nicht. Lol. Dann vielleicht Kohle. Ja, Kohle geht. Okay. Da braucht man ja allerhand für, wenn man sich das mal anschaut. Mache ich mir mal eben ein paar Truhen. Obwohl, doch. Rein damit. Ich brauche wieder mehr Holz. Ach Gott. Ich glaube, ich muss bald mal wieder los, obwohl ich habe hier noch ein wenig. Bam. Bam. Welch eine genaue Aufteilung. So. Erstmal 8 Truhen. Und jawohl. Auf die Truhe hat es genau geklappt. Habe ich mein Holz? So liegt das hier irgendwo. Ah, da lag es noch. Da lag es noch. Gut. Nächster Schritt wäre dann Motos. Motos, Motos, Motos. Mein Freund. Zack, 3 Boote. Davon brauche ich wohl wieder viele. Ich glaube, ich brauche bestimmt noch um die 20 Boote hierfür. Ja, auf jeden Fall kommt da schon mal was. So falsch liege ich da ja dann doch nicht. Zack. Oh nein, ich glaube, ich brauche heute noch hier mein komplettes Holz auf. Ah, okay, es könnte was werden. So, für noch mehr Boote reicht das auf jeden Fall gerade nicht mehr. Muss ich nochmal Holz machen? Ja. Okay. Obwohl, nee, ich habe ja noch welches. Ich habe ja noch welches im Inventar. Schubdida. Tralala. So, komm. Boote rein. Und immer noch nicht genug. Meine Güte, werden hier viele Boote gebraucht. So, jetzt haben wir es aber, oder? Hundertprozentig. So, dann fehlt hier noch das beides. Das wäre, keine Ahnung, was kommt denn da Schönes ran? Was kann ich da mal machen? Ich glaube, ich brauche wieder Holz. Dann mache ich mir mal ein paar Türchen. Geht das? Geht das? Das sollte klappen, glaube ich. Und hört ihr das da draußen gerade? Ich hoffe nicht. So, schnell mal hier. Ach, hallo? Das sollte eigentlich klappen. Ich kann es auch mal mit einem... Jetzt aber, ne? Da draußen spielt Musik ab. Das ist ja unglaublich hier. So, hier nochmal ein paar Türchen fertig machen. Aber wir machen jetzt das mal anders. Wir machen das Ganze mal mit Eisentüren. Obwohl, nee. Ich hab eine viel bessere und stärkere Variante. Redstone-Fackeln. Ja! So, wo habe ich denn hier mal Redstone? Irgendwo hier, oder? Irgendwo hier. Wo habe ich mein Redstone? Wo habe ich Redstone? Komm schon. Das kann's doch nicht sein. Hier habe ich Redstone.
Jo, mal eben schnell schlafen. Bin. Gut, und dann machen wir am nächsten Tage mal ganz schnell hier die Redstone Torches fertig. So, zack. Vielleicht reichen 6, ja? Rein damit und in den Trichter schütten wir die Bösewichter. Ah, schade, reicht noch nicht ganz. Dann nochmal ein paar Stäbe machen. Zack. Und nochmal ein paar Redstone Torches. Nochmal ein paar Stäbe, nochmal dies, nochmal das. Das reicht aber zum Glück. Und Solum. So. Geht das hiermit vielleicht? Nee. Was, woher bekomme ich das? Ah, oh, ich bin so eine Lusche aus Erde. Natürlich. Ja, klar. Solum, Leute. Und bekommen wir das Rezept? Bekommen wir es? Ja, ups. Ja, wir bekommen es. Wow. Wusch. Nice. Ja, haben wir das Rezept schon mal geschafft? Haben wir noch die Glasscheiben dabei? Ja. Mit dem Arkanbohrer, damit kann man die Berge ausheben. Das hat dann so einen Strahl. Ist nicht ganz wie eine Quarry, aber auch ganz lustig. So, wie mache ich das mal? Das war falsch. Vielleicht so irgendwie? Ja, doch. Ist ja egal. Ich wollte eigentlich, dass das da noch so reingeht. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Ich finde das auch schon ganz schön. So wie es hier gerade ist. Zack. Dann hier auch nochmal. Zack, zack und bam. Und dann hier natürlich auch Glasscheiben dahin. Und dann haben wir das auch geschafft. Na wunderbar, dann waren wir mal wieder produktiv heute in der Folge. Eine etwas kürzere Folge dafür, aber na gut, nächste wird dafür länger. Haut rein an der Stelle, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch und dann ciao mit V. Nein, tschö mit Ö.